Hallo und herzlich willkommen zu diesem Lernvideo des Arbeitsblattes Proportionalitäten. In diesem Video werden wir uns mit der indirekten Proportionalität weiter auseinandersetzen und vor allem aber auch Schlussrechnungen betrachten. Vor allem, welche Auswirkungen Schlussrechnungen auf die indirekte Proportionalität haben, beziehungsweise wie wir mit Schlussrechnungen auch Beispiele zur indirekten Proportionalität locker, einfach und schnell auch lösen können. Zunächst habe ich dir wiederum zusammengeschrieben, was du bereits können solltest, beziehungsweise welche Ziele wir gemeinsam in diesem Lernvideo haben. Was solltest du bereits können? Ganz wichtig ist, dass du den Begriff der indirekten Proportionalität jetzt schon verinnerlicht hast, dass du die mathematische Formel, die mathematische Definition für die indirekte Proportionalität auch gut kannst und dass du auch weißt, dass die indirekte Proportionalität immer grafisch durch eine Hyperbel auch dargestellt werden kann, vor allem diese beiden Größen, die Abhängigkeit dieser beiden Größen. Und ganz wichtig ist aber auch, dass du bereits sensibel dafür geworden bist, wann und ob zwei beliebige gegebene Größen indirekt proportional zueinander sind. Alltagsbeispiele, Alltagsgrößen, aber auch Größen, die in einem mathematischen Kontext zueinander stehen. Welche Ziele haben wir nun gemeinsam? Ganz wichtig ist, dass du vor allem die Schlussrechnung als ein Schema, ein Verfahren kennenlernst, mit dem du grundsätzlich jetzt indirekte Proportionalitätsbeispiele relativ einfach, ohne das ständige Zurückumwandeln auf die Einheit 1 auch lösen kannst. Und dass du dann aber auch natürlich kontextbezogene Antworten geben kannst, also Antworten, die zum Kontext des jeweiligen Beispiels passen. Und natürlich, dass du die Formel auch anwenden kannst, die wir jetzt kennenlernen, um jetzt einen konkreten, unbekannten Wert auch bestimmen zu können, wenn wir drei gegebene Werte haben. Zunächst möchte ich mit dir kurz einmal nochmal wiederholen, was ist eine Schlussrechnung? Das hatten wir bei der direkten Proportionalität schon. Indirekte Proportionalität und Schlussrechnung heißt wiederum, dass Schlussrechnungen ein Rechenverfahren sind, ein Schema, bei dem du aus drei gegebenen Werten von zwei Größen den vierten unbekannten Wert einer Größe finden kannst. Und diesen vierten Wert finden wir anhand einer konkreten Formel, eines konkreten Verfahrens aus diesen ersten drei gegebenen Werten. Also es funktioniert sowohl bei der indirekten als auch bei der direkten Proportionalität, dieses Verfahren, nur mit ein wenig anderen Variablen und Formeln. Ich habe dir wiederum hier ein Beispiel mitgebracht, das du auch gerne in dein Übungsheft übertragen kannst. Du möchtest einen Pool mit Wasser füllen. 5 Pumpen brauchen dafür 4 Stunden, du hast aber leider nur 3 Pumpen zu Hause. Wie lang brauchen jetzt diese 3 Pumpen? Das heißt, das ist ein Alltagsbeispiel. Du möchtest einen Pool im Frühling oder im Frühsommer füllen mit Wasser. Und du brauchst zu Pumpen, die das Wasser hineinpumpen. Du hast aber nur 3 Pumpen, du weißt aber, dass 5 Pumpen 4 Stunden brauchen. Wie gehst du jetzt vor? Du weißt zunächst, dass es indirekt proportional ist. Denn wenn du beispielsweise eine Pumpe zur Verfügung hast, die eine gewisse Zeit braucht, dann brauchen grundsätzlich 2 Pumpen, unabhängig voneinander, die Hälfte der Zeit. Wenn du 4 Pumpen hast, dann brauchen sie das Viertel der Zeit. Wenn du 10 Pumpen hast, dann brauchen sie das Zehntel der Zeit. Also umso mehr Pumpen du hast, umso schneller geht natürlich dieser Vorgang. Und damit ist dieses Beispiel auch indirekt proportional. Also diese Größen, Pumpen, Anzahl der Pumpen und Anzahl der benötigten Stunden, um den Pool zu füllen, diese beiden Größen sind indirekt proportional zueinander. Wie kommen jetzt wir zu dieser Zeit, in der wir herausfinden, okay, dass wir bei 3 Pumpen so lange brauchen? Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Wir können das anhand von der indirekten Proportionalität jetzt lösen. Und zwar, wenn wir jetzt 5 Pumpen haben, brauchen 4 Stunden. 4 Hours, 4 Stunden. Da muss ich zunächst wiederum auf eine Pumpe reduzieren. Das heißt,
eine Pumpe, um jetzt auf die drei Pumpen zu kommen. Eine Pumpe, das heißt, ich dividiere hier durch 5, das heißt, ich muss hier mit 5 multiplizieren. Also eine Pumpe braucht eigentlich dann 20 Stunden, um den Pool zu füllen. Okay, und jetzt muss ich schauen, wie lange brauchen 3 Pumpen. Das heißt, die muss ich hier mit 3 multiplizieren und dann brauche ich hier 20 Drittel an Stunden. Ja, das heißt, ich brauche natürlich weniger als 20 Stunden, weil ich ja 3 Pumpen habe. Das heißt, die Antwort, die ich hier geben kann, 3 Pumpen brauchen 20 Drittel an Stunden und das würde jetzt einem Wert von 6,66 Stunden entsprechen und das wäre 6 Stunden 40 Minuten. So lange brauchen jetzt 3 Pumpen, um diesen Pool zu füllen. 3 Pumpen brauchen 6 Stunden 40 zum Füllen, zum Pool füllen. Das wäre jetzt die Möglichkeit, wenn ich von den 5 Pumpen wieder den Weg zurückgehe auf eine Pumpe und dann von einer Pumpe wieder auf 3 Pumpen. Also wieder recht umständlich. Hier gibt es wieder einen kürzeren Weg und zwar mit Hilfe der indirekten Proportionalität und den Schlussrechnungen. Ich habe dir dieses Beispiel noch einmal hier abgebildet. Das ist dasselbe Beispiel, das indirekt proportional ist. Und wir versuchen jetzt wiederum, einen Schluss anzuschreiben, so wie wir es auch bei der direkten Proportionalität bereits gemacht haben. Wir schreiben hier einen Schluss an. Und zwar 5 Pumpen, das mit dem Punkt heißt brauchen. 5 Pumpen brauchen 4 Stunden. 3 Pumpen brauchen jetzt x Stunden. Und wir sehen jetzt hier aber, dass die Pfeile in unterschiedliche Richtungen gehen. Denn je weniger Pumpen ich zur Verfügung habe, desto mehr Zeit brauche ich natürlich. Je mehr Pumpen ich habe, desto weniger Zeit brauche ich. Das heißt, hier diese Anzahl an Pumpen und die Anzahl der benötigten Stunden, die geht in die entgegengesetzte Richtung. Also ist genau indirekt proportional, deswegen die Pfeile auch in die entgegengesetzte Richtung. Und hier lautet die Formel, um diese x Stunden zu bekommen, Zahl über dem x mal Zahl diagonal vom x dividiert durch die Zahl neben dem x. Bei der direkten Proportionalität hatten wir es Zahl über dem x mal Zahl neben dem x dividiert durch Zahl diagonal vom x, wo wir den Fisch gehabt haben, den du dir eingeprägt hast. Jetzt gehen wir Zahl über dem x aus und gehen aber nicht den Fisch nach, sondern wir gehen hier so dieser Linie entlang, also dass wir zum x kommen. Die erste Operation wäre ein Mal, die zweite Operation wäre ein Dividiert und die dritte Operation oder das dritte Rechenzeichen wäre ein Ist gleich. Das kannst du dir hier wiederum so einprägen. Und damit kommt zustande, dass hier x 4 mal 5, also 4 mal 5, Zahl über dem x mal Zahl diagonal vom x, dividiert durch die Zahl neben dem x, es wäre 3, und damit komme ich auf 4 mal 5 Drittel, das wären wiederum 6,66 Stunden periodisch und das wären wiederum 6 Stunden und 40 Minuten. Also anhand von dieser Formel, die eben nur bei der indirekten Proportionalität gilt, kannst du diesen unbekannten Wert eben herausfinden, indem du einfach diese Formel anwendest und mit Hilfe dieser Linie hier auch als Eselsbrücke auch einprägst. Zahl über dem x mal Zahl diagonal vom x dividiert durch Zahl neben dem x und du siehst auch hier, dass wir diesen Umweg auf eine Pumpe nicht machen müssen und dann wieder auf 3 Pumpen wieder hochzugehen, sondern wir können hier anhand von diesen konkreten Angaben bereits dieses Beispiel mit Hilfe der Schlussrechnung lösen. Ich habe dir nun jetzt ein Beispiel mitgebracht, mit dem du auch wahrscheinlich im Alltag oft zu tun haben wirst mit Büchern. Du kannst dieses Beispiel auch in dein Übungsheft übertragen und versuchen, auch selbstständig zu lösen.
In der Ortsdruckerei werden täglich 3000 Bücher mit je 270 Seiten gedruckt. Wie viele Bücher mit je 225 Seiten könnten täglich gedruckt werden? Und die zweite Fragestellung, wenn täglich 6057 Bücher gedruckt werden, wie viele Seiten hat dann ein Buch, um von der Druckerei gedruckt werden zu können? Wir gehen diese Problematik, dieses Beispiel, jetzt nun wiederum mit Hilfe der indirekten Proportionalität an, denn wir wissen, dass die Anzahl der Seiten und die Anzahl der Bücher indirekt proportional sind. Wenn ich jetzt die doppelte Anzahl an Seiten habe, dann kann die Druckerei oder die Drucker nicht so viele Bücher drucken. Wenn ich jetzt weniger Seiten habe für ein Buch, dann ist natürlich mehr für die Drucker möglich und dann kann ich mehr Bücher herstellen, wenn jedes Buch weniger Seiten hat. Also ist es hier genau indirekt proportional zueinander. Sie zeigen in die entgegengesetzte Richtung, die Anzahl der Seiten und die Anzahl der Bücher. Und für die erste Fragestellung versuchen wir jetzt wiederum einen Schluss anzuschreiben, einen indirekt proportionalen Schluss. Und zwar 270 Seiten können eben verwendet werden, um jetzt 3000 Bücher herstellen zu können. Das wissen wir aus der Angabe. Und jetzt die Frage, wenn ich 225 Seiten in ein Buch gebe, wie viele Bücher können dann hergestellt werden? Hier gehen wir wiederum mit der indirekten Proportionalität vor. Wir machen unseren Kreis als Eselsbrücke und können dann mit Hilfe der indirekten Proportionalität, dass wir das x bekommen durch Zahl über dem x mal Zahl diagonal vom x durch die Zahl neben dem x, können wir dann x sehr schnell berechnen durch 3000 mal 270 durch 225 und das wären 3600 Bücher, die wir dadurch produzieren können, also mehr als 3000 Bücher, wenn jedes Buch nur 225 Seiten hat. Wenn wir die zweite Fragestellung uns anschauen, da haben wir wiederum einen indirekt proportionalen Schluss und zwar 3000 Bücher, die können 270 Seiten haben. Wenn wir jetzt aber 6057 Bücher herstellen wollen, wenn wir jemanden versorgen müssen mit Büchern, wie viele Seiten können wir dann in ein Buch hineingeben, damit es von der Druckerei auch gedruckt werden kann, von den Ressourcen her? Und wir machen es wiederum hier so mit dem Kreis. Also Zahl über dem x mal Zahl diagonal vom x dividiert durch die Zahl neben dem x. Und dann bekommen wir unser x mit 270 mal 3000 durch 6750 und das wären 120 Seiten. Also wenn wir 120 Seiten in jedem Buch haben nur wollen, dann können wir weitaus mehr Bücher herstellen und zwar 6750 Bücher können wir damit produzieren. Du siehst also, dass mit Hilfe der Schlussrechnungen diese Beispiele, diese indirekt proportionalen Beispiele relativ einfach und schnell auch anhand von dieser Formel gelöst werden können. Und damit bieten sich die Schlussrechnungen als wichtiges Rechenverfahren sowohl für die indirekte, aber auch für die direkte Proportionalität an. Ich habe dir nun jetzt zum Schluss auch eine Zusammenfassung noch einmal hingeschrieben, und zwar die direkte und die indirekte Proportionalität im Vergleich. Die direkte Proportionalität, hier ist es so, dass wenn zwei Größen hier der Quotient stets konstant ist, und zwar stets konstant k ergibt für alle Wertepaare, dann liegt eine direkte Proportionalität vor, wobei dieses k dann der Proportionalitätsfaktor ist. Und diese Lösungen, all diese Wertepaare, die diese Gleichung erfüllen, y gleich k mal x, die liegen auf einer Geraden mit der Steigung k im Koordinatensystem. Also direkte Proportionalität, Quotient konstant. Die eine Größe ist das K-fache der anderen Größe und die grafische Darstellung von zwei Größen, die direkt proportional sind, ist eine Gerade mit Steigung K. Die indirekte Proportionalität, im Gegensatz dazu, hier gilt, dass das Produkt von den beiden Größen x mal y konstant ist, K ergibt und dass die eine Größe das K-fache des Kehrwerts der anderen Größe ist. Und dass die Wertepaare hier, die eben durch die beiden Größen zustande kommen, dass die auf einer krummlinigen Kurve liegen und diese Kurve, die nennen wir Hyperbel und diese Wertepaare erfüllen demnach die Gleichung y ist gleich k durch x. Also wir sehen hier genau den Unterschied. Quotient
ist hier konstant bei direkt proportional, Produkt ist konstant bei indirekt proportional, grafisch, die Gerade ist bei der direkten Proportionalität, die Hyperbel ist bei der indirekten Proportionalität. Ich möchte dir hier noch einen kleinen Tipp mitgeben, auch beachte, es gibt auch Zuordnungen, die weder direkt noch indirekt sind. Es gibt solche Zuordnungen, die weder erfüllen, dass der Quotient stets konstant ist, noch das Produkt stets konstant ist. Also es gibt durchwegs Zuordnungen, die weder direkt noch indirekt sind. Das sind dann ganz normale Zuordnungen, aber auch, die eben diese Eigenschaften hier nicht erfüllen. Aber das kann in der Mathematik auch passieren und soll vor allem die Schönheit der Mathematik auch hier widerspiegeln. Ich hoffe, ich konnte mit dir dieses Arbeitsblatt gut bewältigen. Ich hoffe, du konntest auch einiges zur Proportionalität und zur direkten und zur indirekten Proportionalität im Laufe dieses Lernzyklus auch dazulernen. Ich wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg in der Mathematik und freue mich, wenn wir uns bald mal wiedersehen.